Ja, momentan ist ja wirklich überall Corona. Und wir sind jetzt hier in Hamburg. Ich bin heute mal bei einem Dreh dabei von einem neuen TV-Projekt von Wirtschaft TV. Das ist jetzt schon seit einigen Monaten im Dreh. Und sonst war es aber immer so weit weg. Und da hatte ich ehrlich gesagt keine Muße mitzufahren. Aber hier heute drehen wir was in Hamburg. Und das war ja jetzt Heimspiel für mich. Und das hat wirklich in den letzten Monaten sehr, sehr viel Probleme gemacht, muss man sagen. Das war keine einfache Geschichte mit diesen ganzen Inzidenz rauf, runter, 100, ja, nein. Und darf man überhaupt Leute zusammen versammeln etc. Und aber Probleme müssen ja auf eine gewisse Haltung treffen. Und das ist letztendlich das Geheimnis. Ne? Also nicht die Größe der Probleme sind entscheidend, sondern eben wie man darauf reagieren kann. Und wenn du über die Jahre immer zusiehst, dass du dir letztendlich deine Problemkompetenz sozusagen steigerst, dann kannst du ja auch mit solchen Situationen umgehen. Nur man darf sich halt nicht irgendwie im Hasenbau verkriechen und dann sagen, auch wie gemein ist denn die Welt. Ne? Und ich bewundere immer Leute, die so richtig, richtig, richtig große Probleme auf die Reihe kriegen. Die sozusagen Milliardenprobleme, Weltprobleme in den Griff kriegen. Da habe ich einen ganz großen Respekt vor. Und ich finde es aber eben auch toll, sich immer weiter Stück für Stück in so eine Richtung zu entwickeln. Weil es gibt riesengroße Probleme auf der Welt, aber nur 1% der Menschen ist überhaupt in der Lage, große Probleme auf die Reihe zu bekommen. Und das ist es, das ist erstrebenswert, meiner Meinung nach, dass man sich diese Reaktionsgeschwindigkeit, dass man sich diese Problemkompetenz immer weiter aneignet und sich traut, immer größere Probleme auf die Reihe zu bekommen. So, und wenn dann ein Problem auf dich zukommt, egal welcher Kategorie, so wie Erdbebenstärke, dann bist du gesettelt und kannst darauf reagieren, ohne dass du in Panik gerätst. Ne? Ja, aber heute ist doch schön hier. Das haben wir in Hamburg auch selten, dass wir wirklich auch mal schönes Wetter haben. Und ich meine, gut, in 10 Minuten kann es wieder anders aussehen. Da kann hier wieder die Welt untergehen, aber so ist Hamburg, ne? So ist Hamburg. Naja.